Alter. Oh. Geschafft, sehr gut. Oder kommt noch einer? Oh nein, er setzt Groudon ein. Groudon, oh was? Oh mein Gott. Oh, jetzt. Louis, was ist da los bei dir? Ich hab ein bisschen jetzt, Angst. Bei mir haut er jetzt die Heil-Items hier raus, aber das ist egal. Weil gegen mich kann er keine Elektro-Attacken machen. Seidon ist jetzt gerade noch nicht so geheilt. Ich habe ein Problem, Weber. Oh, oh, oh. Okay, ich mach mal schnell ein Heil-Item. Hallo und herzlich willkommen bei der 10. Folge, ja, ja. Des Nuzlocke Soling Randomizer versus, ich habe bestimmt irgendwas vergessen, mit uns dabei sind wieder Louis und Dennis. Yes. Hallo. Hallo. Und es geht weiter. Okay, ich sage 3, 2, 1, go mode. Oh nein, ich bin schon losgelaufen, oh Gott, ich muss nochmal zurück. Ja. Oh Gott, oh. Ich laufe nochmal zurück und nochmal los. Lauf ruhig los, okay. Okay. Stefan und ich haben beim letzten Mal den dritten Orden geschafft und sind dann im ersten Kampf danach gewiped. Wir haben eine neue ROM geladen und Louis und Weber haben jetzt die Ehre mit dem dritten Orden. Ja. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass es so rum war und nicht andersrum. Zuerst wipen und dann den dritten Orden. Da ist es nicht, Weber. Ich habe noch einen sehr motivierenden Spruch von einem der NPCs. Es kommt nicht auf die Größe oder auf die Körperkraft an, sondern allein auf die Stärke des Herzens. Oh Gott. Mhm. Oh. Mit dieser Einstellung starten wir jetzt. Weiter geht's. Sweet. Was ist das hier für ein Gebäude? Einfach nur sweet. Das Hauptsitz der automatischen Passantenumfragekomitee. Nicht, dass gleich Scheren nochmal einen Kampf will. Aber weißt du, wo wir hin müssen, Weber? Hast du bei den anderen? Keine Ahnung. Okay. Gar nicht. Geil. Wir hätten doch aufhören sollen und warten, bis die Folge rauskommt. Wow. Müsst ihr ja irgendwo was triggern, oder? Ja, irgendwo muss man Dinge tun. Macht ihr doch so einen Walkthrough nebenbei auf. Game Freak. Ja. Ach, hier ist das Game Freak Studio, guck mal. Ja. Direkt mal, direkt raus, vor die Tür kacken. Direkt mal raiden hier. Ach, hier kann auch was. Okay, direkt mal fragen, ob die so ein Ticket haben. So ein Ticket. Nein, ich will nicht zuhören. Ah! Warte, ich kann hier Limonaden kaufen, das sollte ich vielleicht mal tun. Jetzt habe ich ein Tafelwasser gekauft, perfekt. Ist eh gesünder. Hier ist noch ein Gebäude. Ah ne, da war ja vorhin der... Die Limonaden sind besser als Supertränke. Hat sie gesagt, wo sie sind? Irgendein Pier, oder? Ich dachte... Beim Pier in der Mitte. Ein Pier in der Mitte? Da waren wir doch eben. Irgendwo bei irgendeinem Pier sind die, ja. Pier 4. Aber nicht verwechseln mit dem Vampir. Boah, der will wirklich kämpfen. Das dachte ich mir nämlich fast schon. Der Deswegen Vampir. Bin ich hier hingegangen. Alter, hat auch vier Pokémon. Eieiei. Oh, ich hab's gefunden. Stark. Riolu. Du musst. Dankeschön, Dennis. Gerne. Wenn du in der Mitte bist. Dann runter. Genau, dann runter. Nee, ich war. Da war die. Ich pack jetzt, so aber mach gern. Ich packe jetzt erstmal gut Limonaden eingepackt. Sonst habe ich ein Problem gleich. Also nicht unbedingt, ich habe noch ein paar, aber Limonaden sind einfach besser als Supertränke, vor allem weil mein Raidon so viele KP hat, ey. Aber die sind auch billiger, oder? Ja, als Supertränke? Richtig. Mhm. Ein Supertrank kostet 700, eine Limonade die Hälfte. Und Limonade macht 30 KP mehr. Restore. Also. Kaufe ich auch mal ein paar. Ja. Cola kostet im Restaurant auch mehr als Wasser. Oh Gott, das ist... Nee, teilweise kostet es Wasser manchmal mehr als die Cola. Ja, kommt immer drauf. Das finde ich am allerschlimmsten. Ja, so rum wollte ich es auch sagen. Ja, ist so weird, oder? Warum? Ja. Ah, links vom Pokémon Center musst du runter. Ja, okay, danke. Also hier. Unterwegs. Ein Plaudergeil. Ja, ich auch. Oh, Plaudergeil ist so süß, das habe ich mal shiny gehandelt. Krass. Ich setz mal Lindwurm an die Spitze. Ich glaube, es kann unterschiedliche Töne lernen sogar. Ich glaube, konnte das nicht so eine Attacke, wo du mit dem DS per Mikrofon was aufsprechen konntest? Genau, genau. Das klang nur richtig scheiße. Ja, wer hat's versucht? Siberio? Das ist ein Siberio. Kann sein, dass ich jetzt draufgehe. Was? Oh, oh. Oh nein, warum? Was? Ja, das Meister... Ah, nee, alles gut. Alter. Alles gut. Wenn das jetzt angegriffen hätte zuerst, dann wäre wahrscheinlich Feierabend gewesen. Alter, Dennis, mach mir doch nicht so eine Angst.
Ah, ich habe das nächste auch gefunden. Aua. Dann musst du wieder in die Mitte und dann auf der linken Seite ist hier, kannst du bei mir gucken, dieses Schild hier. Ja. Da musst du dann rein. Hier links vom Grund. Eieieiei. Was ist denn hier los? Der ist doch bestimmt jetzt hier auch. Muss ich hier erstmal healen. Ach, und jetzt sind sie hier vor dem Gebäude. Alter Lachs. Ich bräuchte für meinen Feuerraub hier irgendwie so einen Donnerblitz. Ja, sowas wäre gut. Cool. Ne? Ja. Kann das das lernen? Hör doch mal auf jetzt mit Kraftkoloss, was soll das denn? Ich glaube, Stefan meinte, er hat es eingestellt, dass alle Pokémon alle Attacken lernen können. Nee, random, oder? Ist random, die Verfügbarkeit. Ja, aber halt wäre möglich. Du musst es halt finden. Ja. Hoffentlich hört er jetzt mal sehr auf mit seinem Kraftkoloss. Das geht mir ja richtig auf den Keks, weil dann kann ich nicht angreifen. Ach so. Ich bin schon wieder in so einem Stall. Ich muss A drücken und nicht B. Oh nein, echt asozial. Ich drück die ganze Zeit die falsche Taste schon wieder. Weil jedes andere Spiel hat aber ja die Bestätigen-Taste unten in der Mitte. Und dann ist das für mich bei Pokémon immer so eine Umgewöhnung dann wieder. Okay. Hat der noch eine Zitrobeere? Alter. Gehen wir doch nicht auf den Keks hier. Ach ja, okay, alles klar. Lugia, hallo. Oha. Oha. Oh nein, Drache, du hast Kindwurm vorne. Oh nein. Nein, ist kein Drache. Schnell ausweg. Ist Flug. Psychoflug. Psychoflug, ja. Psychoflug. Ja. Dann hole ich. Als Herrscher der Meere ist er doch ganz klar ein Psychoflug-Pokémon. Ja. Ich dachte auch immer, es ergibt mehr Sinn, wenn es Wasserflug wäre, aber okay. Psycho, ja doch, da kann ich den Undertaker rein. Es lebt ja auch so im Wasser, oder? Wo ist dann der Wasser? Ja, schon. Ja, auf den Schudelinseln halt, ne? Ja, genau. Ich hab das auch nicht verstanden. Schwertertanz, oh oh. Und da würde ich hello. Ein Zoroa. Warte, Metallklaue müsste da gut sein, ne? Hab ich auch mal shiny gehandelt, weil dann ist es blau. Und das ist noch süßer. Ja, holy shit. Rachenstoß, aua. Alter. Dieser gibt Kraft- schon coole shiny Pokémon Dieses Pokémon mit dem Kraftkoloss hat mich aber echt, ey, ganz schön abgefuckt. Wäre das Kampf-Pokémon aber gewesen, hätte es mich fett weggerotzt, ey. Wird Zeit, dass es sich zerstört. Entwickelt, dein Rhydon. Ja, in 13 Level oder so. Also, du könntest es auch mit Sonderbonbons vollstopfen. Nee, ich darf ja nur Max-Level vom nächsten Arena-Leiter machen. Also das ist Energiefokus. Ach, so, ne? Silberblick ist aber auch schön. Energiefokus ist jetzt nicht so spannend. Ja, aber Silberblick ist auch nicht so toll. Also. Wer klingelt schon wieder? Ja, das Telefon. So. Der Wieso-Caster. Ring, ring. Der Caster. Mugby, der Feuerboy. Aber Mugby kann ich, glaube ich, mit so Lindwurm verpixelt irgendwie, so als würde einer fehlen oder wäre schon gestorben. So. Okay, Dennis, wir kommen wahrscheinlich gleich in die nächste Stadt, aber ich gehe erstmal healen. Ja, mache ich auch. Alter. Jesus. Scheren, ey. Oh, so süß. Das war Level 17, das kann ich vielleicht sogar One-Hit mit einer Kopfnuss. Dennis, diese Sache mit dem einen Pokémon haben wir uns schlecht überlegt, muss ich sagen. Ja. Kopfnuss. Kann wieder eins kommen, ne? Ah. Aber dafür ist es schon fast jetzt irgendwann so OP, dass es wahrscheinlich keiner mehr so richtig down kriegt. Ja, Baby-Pokémon haben wir haben auf jeden Fall beide sehr, sehr starke Pokémon dafür, auf jeden Fall. Aber definitiv. Ja. Falsche Richtung. Ich habe Lindwurm gerade vorne, damit er mal levelt wieder. Damit er mal ein paar Level kriegt, ne? Ja, damit er mal groß und stark wird, der Junge. So ein fettes Brutalander wird halt, ne? Ja, richtig brutal. Brutal. Ja, erstmal wird er zu diesem Kokon gehen, ja, weil. Wenn es zu Draschel wird. Ja, ne? Zu einem Draschel. Aber Brutalander, wenn es mal soweit ist. Irgendwann kommt ja auch EP-Teiler. Also da kommt ja Safe auch nochmal irgendwann, oder? Safe ja, nicht. Müsste eigentlich. Doch, ach, ist da Safe drin? Ja, das ist ja bei also vielen Pokémon-Spielen. Im Game so. Auf jeden Fall, ja. Ah, okay. Das ist ja wie bei den meisten Games der Meisterball safe ist, außer in Rubin und Saphir. Ja. Da ist, aber ich dachte, das ist das, auf dem Boden. Aber ich dachte, dass das hier. Ja. Ah, nee. Ach, die Items, die du in die Hand gedrückt kriegst, sind nicht randomized. Nee, die sind nicht randomized, genau. Okay. Weil sonst machst du damit die Story kaputt, ne? Ah, stimmt, ja. Weil ja. Wenn so du VMs Story-Items. Und sowas kriegst. Also häufig sind es Story-Items, ja. Hä, was, hä? Und dennoch so, gibt es etwas. Ich würde schon mal starten mit der Arena, Weber. Okay. Ja, ist das hier nur noch Story und kein Kampf mehr? Ich glaube, der gibt einem ein Item, gell? Ja, das ist nur noch Story. Okay.
Ja. Steuerer! Hätte ich jetzt auch gemacht. Die finde ich super schick. Ja. Ja, an der Eingang von der Arena gibt ihr wieder einen Trank. Nicht vergessen, okay. Gell? Ein Tafelwasser, ja. Ah, alles klar. Wieso glaube ich, dass es kein Käfer-Arena ist? Ey, Luftballon! Ich glaub's ihm nicht. Luftballon, Schauen wir mal, wie es wird. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Arena, nachdem die anderen beiden so ein bisschen gestruggelt haben. Bin ich ehrlich? Ja, der Kampf gegen den einen Trainer bei mir mit dem, was war's, Setra King, der war schwerer als der Arena-Leiter. Das stimmt allerdings. Welches Level haben die? Finontor. 20, ja. Ah, dang it, ey. Er hat mich erwischt. Er hat mich erwischt! Jura-Beere. Dim. Backpack Alva. Ein Remoraid, oh süß. Easy, kein Problem. Ich hab Angst, der setzt jetzt Geduld ein. Wenn ich ihn einfach nicht angreife. Dann, wenn du nicht angreifst, dann ist alles gut. Ja, ich glaube, gefühlt hast du das Ding noch mit zwei Feuerzellen platt, oder? Aber habe ich zwei Runden Zeit? Er hat es jetzt gerade frisch eingesetzt. Ja, eigentlich. Ja, das Problem ist, das hat danach Priorität, glaube ich. Ja, ich wechsle lieber wild hin und her. Also Heatran sollte dann auf jeden Fall. Safety first! Heatran sollte dann auf jeden Fall kein Problem sein. Ja, an sich. Er speichert Energie. Ganz links in dem Gebäude kriegst du ein TM. Welchem Gebäude? Weiß nicht. Schaufler. Jetzt da links die Straße entlang. Warte, und das ist noch ein Item. Ich hätte meine Pokémon sind wieder topfit. Nein! Er hat sich wieder umgedreht, die Sau. Klassiker. Kenn ich. Ah, und ich bin nicht mal gerannt. Auf zur Arena. Der trollt mich. Ich habe so Angst vor dieser Geduld. Nicht, dass es mich so wegklatscht, ja. Wie das letzte Mal, als der Spiegelcape gemacht hat. Bonk. Der Spiegelcape ist auch so schmerzhaft. Das war schmerzhaft, ja. Aber du bist ja eh noch unterwegs, Weaver, also kann ich mir da jetzt noch Zeit lassen. Aurora-Strahl! Spiel das geduldig. Spiel es gemütlich. Geduldig. Ja. Während wir hier so gemütlich Pokémon spielen, mal eine Frage an euch und auch Frage an die Zuschauer. Gibt es bestimmte Gaming-Soundtracks, die ihr ab und zu auch in der Freizeit hört? Weil ich bei mir zum Beispiel, ich höre regelmäßig mittlerweile den Soundtrack von Skyrim. Ich hab den bei der Arbeit an und ich kann mich damit so gut konzentrieren wie mit nichts anderem. Ja, voll nice. Auf jeden Fall. Oder ja. Warcraft 3 habe ich auch voll oft gehört. Also du hörst sie dann so ein 1 durch? Weil ich habe von ein paar Spielen nämlich auf jeden Fall auch in Spotify in meinen Listen sowas drin. Zum Beispiel von Transistor, mega gute Songs. Oder generell die ganzen Games von, wie hieß das Studio, hier die Bestien gemacht haben und Pyre und... Ich hab sie gerade vergessen. Okay. Nee, ich hab dann wirklich, der Soundtrack geht dann so 3-4 Stunden und den hör ich dann auf der Arbeit zweimal und dann ist der Tag vorbei. So. Ganz cool. Also ich höre meistens so Zelda-Soundtrack oder so. Ja. So entspannt. Zelda bin ich auch oft mit drin, ja. Und Pokémon, manche Lieder. Aber dann auch so Lo-Fi-Remixes oder so. Ja, das ist auch richtig. Was ich in letzter Zeit ganz viel mache, ist, wie heißt es? Ich höre ganz viel Anime-Openings und Endings. Tatsächlich. Einfach. Und so auf YouTube so Compilations und sowas. Boah, Wüstenresort, das hatten wir da schon Pokémon? Nein. Oh mein Gott! Oh, wieder zwei. Oha! Oha. Oh, hier kommt noch ein Doppelkampf! Abwarten, das muss erstmal gefangen Oha. Werden. Oha! Also ich bin aber gerade in einer anderen Ecke unterwegs. In welcher Ecke bist du denn? Ich wollte noch das Item einsammeln, so unten links. Sag ich mal. Ah ja, das. Mhm. Klingplim, das war dieses Windspiel-Ding, ne? Das ist Psycho. Ich glaube, das ist Psycho, oder? Kling, kling. Das ist das, was James auf jeden Fall irgendwie. Ist Palim Palim, die Vorentwicklung. Was? Ah, aber das ist nicht sonderlich stark, nicht. Ne? Das kann ich einfach aufessen mit Lindwurm. Aufessen! Kling, kling und Palim Palim sind nicht verwandt. Was? Nee. Doch. Kling, kling ist die Vorentwicklung von Palim Palim. Ich hab keine Ahnung. Das ist das Baby zu Palim Palim, ja? Echt? So, ja. Das ist mir nie aufgefallen.
Für mich waren die nie connected, aber die konnten immer noch beide immer unabhängig voneinander fallen. Ja, aber das eine entwickelt sich in das andere. Krass! Man lernt nie aus. Man lernt nie aus. Aus welcher Gen nicht. Ist es? Ist es Gen 5 Pokémon? Klingblim ist, glaube ich, Gen 4. Oh, Weber, hier ist es, Zubiris. Zubiris, da ist es. Palimpalim ist Gen 3. Jetzt müssen wir Stefan den Experten fragen. Zubiris war Unlicht und Geist, ne? Korrekt, ja. Ja, dann wussten wir jeder einen Typ. Ja, genau. Aber ich weiß das andere, das ist richtig witzig. Sehr gut. Ich war mir sicher, er ist ein Geist und Dennis war sich sicher, er ist Unlicht. Ja, er ist einfach beides kombiniert. Oh, Alter, Latias erstmal, let's go. Also nicht bei mir. Problem. Ich habe nur ein Hasprior, was auch immer das ist. Hasprior ist so ein kleiner Hase. Ach so, für Dennis. Der gegnerische Trainer zeigt mir einen echten Hasen, Hilfe. Oh, Feuerraub, oh nein. Erstmal direkt Kopfnuss. Was für ein Ding? Fruchtscher? Oh mein Gott, macht das viel Schaden. Warum macht das so viel Schaden? Oh, Fuchtler macht sehr viel Damage. Vor allen Dingen ist auch noch Stab. Switch. Aber er ist danach verwirrt. Egal, ich wechsle jetzt trotzdem. Jetzt gerade wahrscheinlich nichts, aber. Auf den Undertaker. Das ist mir jetzt zu riskant. Ja, mit dem Undertaker überlebst du das easy. Oh, ein Tuska. Sweet, I guess. Ich finde diesen Sandsturm gerade sehr, sehr nervig. Wo ich gerade auch mal dran denken muss, ist, dass die Viecher, dass die Gegner ja random auch einfach Verfolgung haben können teilweise. Das ist richtig. Die Gefahr besteht immer. Ja, das stimmt. Da musst du aufpassen. Sehr scary. Pachirisu, alles klar. Fritzelblitz. Läuft bei dir. Fritzelblitz ist sehr stark. Okay, wo nur noch Brüller eingesetzt. Mein... Oh, M-Freund ist drin. War schon wieder ja, musst wechseln. Lindwurm ist kein Flug, oder? Kein Flugtyp. Nein, ist nicht. Wieso? Was hast du? Fritzelblitz ist egal. Elektro. Nee, ich gehe einfach mit Mew rein. Der hat ja. Oh Gott, das nervt einfach nur, ne? Weil Mewtwo hat ja das Blitzableiter-Ding. Da sollte Fritzelblitz ja nicht viel machen können gegen. Niesel von Fritzelblitz, Alter, hab ich recht. Alter, das ist voll geil. Ja, richtig krass. Vor allen Dingen, wenn es dann, Ich hab einen Hyperstrahl. Das hat überlebt. Noch einen Donner hat, ey. Wäre richtig gut. Richtig heftig. Niesel-Donner-Kombination. Ja. In einem Pokémon. Ja. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich drücke hier einfach alle Knöpfe, ne? Okay, aber der war richtig. Sehr gut. Das ist tatsächlich auch die Lösung, Weber. Einfach alle Knöpfe drücken und dann kommst du ans Ziel. Perfekt. Chats. Ja, nur die Reihenfolge ist, die musst du noch, die richtige Reihenfolge musst du noch herausfinden, ne? Echt? Dann hatte ich Glück. Echt? Das hast du einfach random gemacht? Ja. Geil. Nee, da ist schon ein System dahinter. Aber. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Okay, Weber. Musst du ja nicht. Was ist das denn jetzt? Achso, da ist ein Toxipad. Oh. Bitte, ich hatte auch eins. Ja. So traurig. Weißt du F. Fritz. Ja, komplett falsch. Als du in die Arena gegangen bist, hattest du noch eins. Cool. Ausgegangen bist du nicht mehr. Das ist richtig, die merkwürdigen, das merkwürdigen Honigwände, Alter. Ein Gengar. Gang. Gang? Gangbang? Was? Gang. Oh, was? Wow. Was? Ja, das, ich habe an andere Sachen gedacht. Stefan, ich habe mehr Gang, natürlich. Ja. Ich habe an die NPC TikToker gedacht. Aber wenn du an andere Sachen denkst. Achso, hier kann das sein, ne? Hä? Wo habe ich die TM6 Rückenwind jetzt nochmal? Mal gucken, was hier für ein Item gibt. Hä? Kein Platz für TM6? Was? Hä? Was? Was? Ich glaube, du hast keinen Platz für TM6. Was? Hä? Aber seit wann das? Was? Ich dachte, der Beutel war ab der Gen schon lange. Infinite. Hä? Das war schon TM6, kann das sein? Oh, du hast King. Die schon! Stimmt, weil die sind ja... ich hab die schon! Lol! Ja, dann lernen die mal. Nee, dann ist sie immer noch da, die sind unendlich. Immer. Infinite. Infinite. Das ist schon cool. Ich wünschte, ich hätte mal coole Attacken, die ich kriegen würde. Ja, geht mir ähnlich. Hätte ich auch gern. Das ist so anstrengend, ja. Hilfe! Ich muss gleich mal Lindwurm heile machen hier. Der hat 90 Turmkick. Boah, Turmkick ist cool. Dennis. Stacking Power, I guess, ne?
So, Nidoking, ich habe gehört, du bist Gift-Typ und Gift-Typ ist nicht so nice. Yay, Superball! Habe ich gehört. Hast du gehört? Von wem? Oha. Und ein Crit auch noch, alles klar. So, ja, Dennis. YouTube wollte halt. Nächster Encounter ist, glaube ich, für dich, ne? Du, glaub, oha, anfangen. Spannend bei euch. Ja, ich glaube auch. Ich mache mich jetzt auf den Weg dahin. Jetzt kommt noch ein Schutz ein. Ist das so ein Fake-Schalter oder was? Ich finde nur creepy, dass hier Clowns in dieser Arena sind. Ja. Das ist irgendwie super gruselig. Müssen wir jetzt so eine Clown-Phobie-Disclaimer machen? Ich finde, der sieht auch gruselig aus. Trank einsetzen. Auf dem Hinweg den Gegner gedodged, nur um dann auf dem Rückweg einfach blind in ihn reinzulaufen. Ja, Klassiker. Oh, dang it. Richtig Mühe gegeben. Ja, ist mir auch passiert. Passiert. Ein Dodri. Oh, Dodri ist cool. Und Ariados! Let's go! Das mach ich platt. Oh, ich hätte vorher mal healen können, das wäre schlau gewesen. Hm. Naja. Ach, naja, es hat ja noch viel Leben. Noch so ein Kaspermann hier. Ich setze Glut ein, es überlebt wegen Robustheit mit 1 KP. Und dann kommt der Sandsturm. Ich setze Sprungfeder ein, springt in die Luft, dann kommt der Sandsturm weg. Boink. Perfekt. Was? Flusch, Flunk, Flunkiefer? Nee, was ist das denn? Flutschling, nicht Flunkiefer. Flunkiefer ist immer ein anderes Pokémon. Flutschling, das ist richtig hässlich. Das ist ein Fisch, oder? Das ist eine Scholle. Scholle? Wasserboden. Wasserboden? Ach Gott, schon wieder. Komische Typen, ey. Lindwurm, schaffst du das? Psycho war stark gegen Gift, oder? Ja. Ist korrekt. Das heißt, Knospi lieber raus gegen Porygon, oder? Welche Psychoattacke kann es denn? Weiß ich nicht, ob es überhaupt eine Psychoattacke kann. Das ist die Frage. Ist Knospi Second-Typ Gift? Dieser Knospi, ja. Dieser Knospi. Ja, hat er gerade jeden Trainer mit, den es gibt. Bonk. Ungewollt. Ich auch. Aus Versehen. Aber Elektro-Pokémon sind richtig nice. Haha! Ich hoffe einfach, oh mein Gott, hält die viel aus. Was ist Voltwechsel? Gigasauger. Voltwechsel ist, Elektro-Attacke. Ja. Ist nicht sehr effektiv. Aha. Macht aber trotzdem ganz schön Schaden. Was? Und jetzt wechselt er? Was ist denn das? Was ist hier los? Wie frech, was? Jetzt kommt er mit dem Rhinoceros rein? Huch, wait. Ich bin zu weit. Rhinoceros, meinst du? Ja, richtig gelaufen. Das ist ja dumm. Das ist nach da links. Dann wechsle ich jetzt auch, du Penner. So, hast du davon? Zeig's ihm. Gib's ihm links. Sag ihm deine Meinung. Zeig's ihm, Weber. Ja, ich level Mew noch ein bisschen. Undertaker ist schon hoch genug. Warte, Psycho, ja doch, das ist Gift und Insekt. Das hat ja beides nicht. Geh nochmal heilen und dann können wir eigentlich gegen den nach. Oder war Kampf auch gut gegen den, ne? Oha, bleibt das so spannend bei euch, ne? So, Dennis, wir müssen nochmal ein Pokémon fangen hier, ne? Du musst halt erstes im Kampf. Ja, ich bin noch am Weg dahin. Sehr gut. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das Pokémon schwächen soll. Das weiß ich auch noch nicht, aber das macht ja nichts. Du kannst auch zur Not einfach nur draufhauen mit Bällen. Das stimmt, das ist keiner Trick. Wie viele Bälle hast du? Superbälle hast. Ja, darauf wird es auch hinauslaufen, glaube ich. Warum kann Rizros Nachtnebel? Was ist das denn? Also, ich habe ja für alle Fälle einen Ball. Einen Meisterball. Oder? Ich habe 31 Pokébälle, 2 Bälle. Kann man das hier irgendwie sortieren? Gibt es da einen Knopf für? Ja. Jetzt ist alles aufgeräumt, sagt er. Okay. Sehr gut. Okay, wie hast du das gemacht? Da ist so ein grüner Knopf, kannst du mal draufklicken. Er benutzt das gleiche Ding nochmal in Flut. Ah, nee, jetzt kommt zurück. Was okay. Mit der Maus? Ja, zum Beispiel. Nee, ist ja ein DS, ne? Kannst du ja drauf touchen. Ich hab schon wieder völlig vergessen, dass er das ausgewechselt das hat. Das sollten genug Bälle sein. Ich habe 3 Heilbälle, 11 Superbälle, 31 Pokébälle, 2 Primärbälle und Meisterball. Sollte reichen. Ich bin ready, Dennis. Du musst den Counter zuerst. Aha, es haut sich selbst. Das freut mich. Ich habe 12 Pokébälle, 15 Superbälle, das wird ja wohl auch reichen. Ja, das wird auch reichen. Achso, 3 Heilbälle noch? Ja, okay. Let's go! Dann Encounter mal. Achso, du musst erst noch nach links gehen. Genau. Du bist schon durch? Nee, ach du gehst halt. Nee, ich mach jetzt auf zum Arenaleiter. Soll ich auf dich warten? Ich kann jetzt auch zum Arenaleiter, ich würde aber schnell mit Items heilen. Wahrscheinlich okay, das müssen wir so. Und los. Weil ich glaube, ich muss nur einen Trank nehmen, ich habe echt nicht viel Leben verloren. Und, wir brauchen was Gutes, wir brauchen Verstärkung.
Oh, pass auf, nice. Dass es nicht Finale kann. Aha. Oh, oh. Und was kann ich? Oder Explosion. Oh Gott, ich krieg einen Schluckbock. Na gut. Okay, ja, vielleicht Schluck ist es doch nicht so schlimm, wenn es Finale macht. Naja, Schluckweg hat im letzten, das wir gespielt haben, Louis, ja. auch ordentlich getankt. Also. Finde ich auch. Dennis, ich warte mal, bis du gefangen hast, ne? Ja. Ich bin da. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Okay, ich geh hin, ich geh hin. Los, los! Go, go, go! Hype! Wieso glaube ich, ja, keine Kämpfer oben? Go, go, go! Eins! Oh, shit, ich hab noch Dings vorne stehen. Wenn das wirklich Explosion oder so kann. Oh, let's go! Ja, Dennis! First try! Nice. First try. Es wollte ins Team. Es hat sich nicht gewehrt. Es wollte unbedingt rein, ja. Das Schlappohr? Das ist die Weiterentwicklung von Haspirohr. Mhm. Weber, bei dir ist ein Thema zu erkennen. Ja, ich guck mal. Kiefer war Stahl, oder? Unlicht. Elektroball ist nicht geclaimed. Nee, es war Stahl. Irgendwas komisches war das. Ich denke immer, es ist Unlicht und es war Stahl, ja, dann eigentlich. Das ist Stahl. Das ist Stahl. Ja. Stahl dann fehlt das später. So rum. Schluckpuck nenne ich wieder X. Das war witzig. So, Undertaker. Bring das Ding mal unter den Boden da drüben. Spiegelcape. Oh! So. Ach, Spiegelcape ist aber nur gegen Spezialangriffe, oder? War dran. Die Frage ist, was hat es für eine Fähigkeit? Ahaha. Erstmal kommt's hier hin. Ach, das mit Schlitzer sollte gegen mich selbst ja nicht so effektiv sein. Falls naja, es ist egal, er wird ja einfach. Expidermis, Pokémon-Halter wird er seine Chance probieren, okay. Dann töte ich's jetzt einfach und er hat hoffentlich keinen. Hast du es einfach Elektroball genannt? Dennis. Ja. Sehr gut. Das ist Magiemantel. Sehr clever. Sandscharra erhöht in Sandstürmen Attack, die Initiative. Ich kenne hier. Hey, lol, das ist ja gerade der Mut hier. Guck mal. Nice. Ja, aber auch nur gerade. Ja, das stimmt. Krabi! Oh, jetzt müssen wir hier oben nach Norden, in die nächste Stadt. Oh nein, da kommt wieder ein Azurill. Ja. Aber wir treffen auf... Oh, das holt mich nicht ab. Was holt dich nicht ab? Was kann's? Das Pokémon. Ja, das... Dann war das nicht Azurill, was mein Ding so fertig gemacht hat? Ultraschall, Funkensprung, Walzer, Azurill. Kreideschrei. Oh, aber Azurill ist doch nur mit dem Ball schon nicht hin, schlecht. Oder? Ach, du meinst wegen Spiegelcape? Ja. Das kann sein. Was war Spiegelcape? Nur physische Angriffe? Physische hat es gerade nicht reflektiert. Also ist spezial wahrscheinlich. Es reflektiert spezial. Spiegelcape ist Gegenteil von Konter. Nur halb statt mit physisch spezial. Ah ja. Was ist denn für eine... Okay, also muss ich mit physisch angreifen. Ja. Ja. Okay. Lawine, was? Warum kann es Hyperstrahl? Oh, Alter, was ist das für ein Azurill? Was ist mit dem Azurill los, Alter? Was ist denn los? Alter, das geht ja richtig ab. Was ist da los? Ach, das ist ja... Das stimmt, Magneton hat ja als Subtyp jetzt Stahl. Oh. Das ist richtig. Egal. Mach das jetzt schnell fertig. Jaja, ja, auf Route 4 die Pokémon zu fangen, die uns entgangen sind. Ist nicht. Dürfen wir nicht. Was? Oh Gott, noch mehr Story. Pokémon, die euch entgangen sind? Ja. Gesteh, alter Mann. So. Hat der eine Typ gesagt. Alter. Wir sollen ja alle Pokémon fangen. Richtig. Oh. Machen wir aber nicht. Geschafft, sehr gut. Oder kommt noch einer? Oh nein, er setzt Groudon ein. Groudon, oh was? Oh mein Gott. Oh, jetzt. Louis, was ist da los bei dir? Ich hab ein bisschen jetzt, Angst. Bei mir haut er jetzt die Heil-Items hier raus, alles egal. Weil gegen mich kann er keine Elektro-Attacken machen. Seidon ist jetzt gerade noch nicht so geheilt. Oh, ein Schlappohr, let's go. Das mache ich fertig. Das ist Triplett. Oh Gott. Triplette? Oh, das macht drei Typen, ne? Ja, es kann dich vergiften. Ne, er kann dich einfrieren. Autsch, Spiegelcape, okay. Paralysieren und. Oh. Mal Triplett. Dennis, Alter. Spiegelcape, ey. Gut, dass ich so viele KP habe. Ich hätte die Bombe neu starten können. Ich habe ein Problem, Weber. Oh. Okay, ich mach mal schnell ein High-Item. Das ist ja Typ Boden, oder? Ja, das ist. Wenn ich es jetzt. Ja, ist Typ Boden. Kirschtat und Stahl ist. Stahl und Feuer. Ja, das sind alle gefickt. Oh. Aber dein Wasser-Pokémon müsste doch eigentlich Feuer. Gut was abkönnen. Das oder war nicht? Ein Lebensschuss gerade von ihm. Autsch! Alter! Was?
Übel. Ah, Biknospi, nee. Kommt jetzt direkt die Stadt oder gehe ich zurück heilen? Aber also Biknospi müsste doch gehen, oder? Also da kommt direkt ein Kampf, ne? Ich weiß nicht, ob er eine Feuerattacke hat. Dann ach, ist aber auch. Oh, so. Warte, ich guck gleich mal nach. Feuerattacke sollte er eigentlich nicht haben. Sag da jetzt so, hier, warte, ich guck. Hm? Oh nein, er stirbt. Poseidon stirbt jetzt. Der Sandsturm. Warum? Der Sandsturm. Oh, Sandsturm, nein! Oh nein! Oh, oh nein! Aber du hast einen Cleanswitch auf Kirstadt bekommen. Weil es Kirstadt dir hilft. Gegen Bodenpumpe. Aber der hat ja, der ist ja doppelt. Oh, RIP. Das ja, dann, ist ja doppelt dann eigentlich das gegen ihn, ja, oder? Dann eigentlich das Bisa-Knosp, ne? Ja, das Bisa-Knosp und hoffen, dass er keinen Feuerangriff hat. Ich meine, wir gucken einfach nicht nach. Es war voll geheilt. Es war voll geheilt. Alter. Brutal. Richtig brutal. Schade, Weber, das war dein Lindwurm. Also, das Resultat ja, macht ja gar nichts. Es hat Windschnitt. What? Dann ist gut, dass ich das Lind. Windschnitt? Oha. Ich glaube, ich werde hier total. Oh, oh. Hauptsache, Kirschstadt überlebt, damit wir Mewtwo weiter im Team haben. Oh mein Gott. Ich komme Mew wieder. Hey, ich hab ein Fahrrad bekommen. Woo. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Weber. Es ist schon brutal jetzt, Braut. Und hast du einen. Hast du einen Egelsamen? Nee, ne? Nee. Weil dann könntest du einfach Egelsamen machen und die ganze Zeit gegenhealen oder irgendwie sowas. Oder Giftpuder oder so ein Scheiß. Schlafpuder, oder? Schlafpuder? Ja, aber ich kann ja mit dem Sandsturm, ich halte ja keine. Dieser Kack-Sandsturm! Der ist echt brutal, Alter. Der ist super scheiße. Schlafpuder kann ich probieren. Hm. Ja, wenn's pennt, ich meine, ist es auf jeden Versuch Fall wert. Ganz gut eigentlich. Vielleicht hast du und Glück und es trifft. Oh, oh nein, Gott, der Sandsturm! Nein. Nein, der Sandsturm! Oh mein Gott, dieser Sandsturm! Ich kann nichts machen! Also, Alter, es ist so assi. Es ist so assi. Oh. Ja, beide hätten jetzt überlebt, hey. Warum setzt er den Groudon ein? Komm schon! Alter, ist das hart, nein. Ich krieg immer diese Kack-Encounter! Ja. Ist ja eigentlich nur Metallklau, oder? Was wirklich nee, das ist nicht effektiv gegen Boden. Das ist normal gegen Boden. Ach, Boden, ah, nee, Boden. Nee, ist nicht effektiv, oder? Nee, ist normal. Aber Feuerzahn ist auch normal gegen Boden. Immerhin schläft's. Ist schon mal einen. Ist halt nichts schaden. Ja, würden wir ja einfach alles durchtesten. Aber das Gute ist, der Sandsturm macht dir zum Glück mit T-Train nichts. Ich habe eine ganz doofe Frage. Hat sie wenigstens ihren Trank schon eingesetzt? Einen. Einen, hat okay, aber bei mir hat sie nur einen eingesetzt. Oh, Antikraft macht gar nichts gegen Groudon. Gar nichts, okay. Das kann dir aber mit Omni-Boost geben, vielleicht hast du ja Glück. Oh, das geht aber. Nee, aber durch den Feuerwirbel macht weiter. Na toll, jetzt ist es tot. Oh, oh nein! Hart, Alter. Oh, nein! Sie hatte noch Alter, einen! Was? Wie gemein ist das denn? Er hat die Attacke abgewehrt. Ich weiß nicht, wie stark Metallklaue ist. Oh Gott. Oh Gott. Ja, gar nicht. Wow, okay. Ja, Feuerzahn ist tatsächlich das Beste, ne? Ja. Feuerzahn in Kombination mit Feuerwirbel. Ja. Und oh, Superschall. Alter, was? Alter, so Louis, was ist da los? Das ist nicht fair. Oh Gott. So kann ein ich das Penner, kurz mal ey. Anmerken? Oh, Crit, ja, let's go. Crit. Und es brennt. Let's go. Komm. Ja! Let's komm, go! Komm, verbrennen! Jawoll! Aber jetzt haben wir jetzt gar keins mehr außer Scheiße, jetzt haben wir noch ein Pokémon, ey. Well, welcome back. Aber wir können ja Encounter holen, zum Glück gleich. Das ist richtig. Boah, und mit großen Verlusten, Alter. Unter großen Schmerz. Dieser Horn fühlt sich so unverdient an. Welcher ist das denn? Aber wir haben ihn gekriegt, der, wie der aussieht, nur in gelb. Ja, genau, aus irgendeinem Grund ist der hier gelb. So. Oh, ja. Dann kommt der jetzt hier mit in die Kollektion. Ich mach den mal ein bisschen weiter oben, damit man den sieht. Jetzt schön in den Finger stechen, dass wir dann noch, dass wir dann noch das. Das i-Tüpfelchen. Dieser Orden fühlt sich mehr als unverdient an. Ich habe das alte Mülltreffer erhalten, was auch immer das sein soll. Mülltreffer, was? Ihr habt gewonnen, aber zu welchem Preis? So. Richtig. Okay. Egal. Besiegt ist besiegt. Weber ist sehr optimistisch. Er hat ja sein Mewtwo noch. Ja. Übrigens, nicht Mewtwo eigentlich nicht weiter bewegen, weil vorhin war Time, ne? Ah. Ach so, das habe ich nicht mitbekommen. War Time schon. Ja, war Time. Okay, dann laufe ich danach nochmal zurück. Nee, alles gut. Du kannst einfach da stehen bleiben. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser krassen Folge.
und schaltet das nächste Mal bei Louis nächste Woche wieder ein. Dann seht ihr, wie es weitergeht, wie sie ihr Team hoffentlich verstärken können. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, ein Follow da. Schaut doch mal bei Louis rein und vor allem auch mal auf Dennis' Twitch-Kanal. Weber, hast du noch was anderes zu sagen? Tschüss. Bye. Ciao.